20 und hier sind wir bei Sprout gegen Big, einem der großen Matchups im deutschen Counter-Strike. 1:0 steht's für Sprout und wir sind auf DE Nuke. Ja, Ladies and Gentlemen, und damit geht es weiter, geht es los hier auf die erste Runde. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen was an der Qualität geschraubt, beziehungsweise die Kollegen, und dementsprechend sieht das Ganze eigentlich auch mal ein bisschen sexier aus, ne? Ja, Tizian sieht jetzt rum in Richtung Vorraum, versucht da auch mit der Flash nochmal zu arbeiten. Und das hat er gut gemacht, Speedy dreht sich aber weg, knickt ihn da weg, und damit das 3 gegen 3 immer noch eine sehr knappe Pistol-Round. So, Kitos, hier sind Xantaris gegen Speedy, Snatchy und Deha. Die müssen natürlich jetzt hier irgendwie punkten. Unten den Bereich erstmal für sich erschlossen. Das kriegt man dann im Bombplant durch. Speedy und Deha wollen zusammen natürlich das Ganze koordinieren. Und jetzt ist die große Frage, will Xantaris den Frag machen oder kann Speedy bzw. deinem Mann was machen? Xantaris kriegt eine Flash? Nein, er muss nackt machen. Boah, schönes Ding von Xantaris. Einmal ins Gesicht von Snatchy, jetzt nochmal den Repeat gesetzt. Dann aber DH, der trifft und Xantaris hier rausnimmt. 2 gegen 2, Retake läuft. Syrson steht direkt an der Bombe, um hier den ersten Kontakt zu haben. Und damit rechnet DH nicht. Ja, sehr schön von Syrson. Jetzt geht er natürlich aufs nächste Duell. Braucht sehr, sehr lange für den Break und Speedy ist auf einmal da. Bekommt hier den nächsten raus. Und das heißt jetzt hier 1 gegen 1. Boah! Kito ist sich gar nicht dessen klar. Was passiert hier? Beide jetzt ran nochmal mit dem Knife und die knifen sich weg. Was ist denn das? Kito mit dem Knife-Kill gegen Speedy. Und 1:0 für Big. Holy moly, komische Runde, aber sie geht an Big. Ja, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, jo. 9. Perfekt. Ich glaube, wir waren ein kleines Off, ne? Jo. Ich habe jetzt nochmal 2 Sekunden pausiert, jetzt müsste es passen. Hammer, Junge, Hammer. Ich bin so stolz auf dich, ja, Mann. Du bist jetzt 2 Sekündler, Mann. Geil. Wenn wir jetzt in einem anderen Rahmen wären, würde ich jetzt noch einen Spruch sagen. Aber ja. Tja, 1:0, weiter geht's. Es ist erst 16.20 Uhr. Beruhigen wir uns. So, DH oben drauf auf der Pommes. Sie springt aber quasi in den Molotow rein, der da oben über die Vents geworfen wird, über diesen Luftschacht. Und damit auch der erste Kontakt geglückt. Sprout macht den Forceball klar mit Doppel-Scout. Bin ich mal gespannt. Oh, schöner Schaden von DH. Komplett durch die Smoke. Na, sehr, sehr schön auf jeden Fall gemacht, ja. So, und tatsächlich übrigens, weil auch DH gerade in den Chat geschrieben wird, Was? Okay. Tschüss. Komplett wild. Ja. Der hat aber gar keine Kompromisse. Nein! Mehr, Alter. Ja, ich bei mir auch. Oh, die Ladeschnecke des Todes. Kompletter Circle Boy. Die Nadeschnecke haut er raus. Mann, jetzt habe ich gerade immer, wenn ich die Lampe wieder anmache, schmeiße ich mein Konstrukt um, ey. Ich hoffe, das fängt sich wieder. Wir haben keinen Clean-Feed und keinen YouTube-Feed. Dann, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Dann müssen wir einen Taker wieder nehmen, ne? Den gibt's ja nicht mehr, der wurde ja abgeschrieben. Ach, ist der jetzt gerade down? Der ja, deswegen, Nee, der ist noch an. Haben die wieder angemacht? Alter, ich bin ja, der ist an. Komplett los. So, ich bin jetzt kurz auf Cam, also Achtung. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt meine Cam richtig eingestellt habe. Kann sein, dass ich ein bisschen schräg bisschen bin, aber schräger Typ bin ich. Ich bin ein schräger Typ, Freunde. Es tut uns unglaublich leid. Glaubt mal, dass es uns am meisten wehtut, dass es halt gerade bei diesem Spiel solche Probleme gibt, aber das sind leider Probleme, mit denen wir nichts oder an denen wir nichts ändern können. Ich kann euch nur sagen, Speedy versucht die Scout durchzubringen. Kito, Syrson und Tapsen sind die letzten 3 Überlebenden. Die Bombe ist gerade hochgegangen. 2:0 auf jeden Fall für Big. Ja, und dann hoffen wir mal, dass es jetzt gleich auf jeden Fall weitergeht. Ja, entschuldige bitte. Ich muss das bitte, jetzt aus deinem Chat rausziehen, weil bei mir steht da nämlich B-Stream C New Pin und das ist nur mein neuer. Deswegen haben die den alten Link nämlich gelöscht. Bruder. Aber der alten geht noch. Ja, dann muss ich den. Kannst du mir den, hast du den vielleicht nochmal? Ich finde ihn gerade. Ja, klar, natürlich, selbstverständlich. Das wäre lieb. Hättest du was sagen können, René? Ja. Der 2-Sekündler, guck mal hier, zack. Vielen rein Dank. In die Figur. So. Rein in die Figur. Kann man irgendwo sehen, wie euer Dingens, wie euer Caster-Setup aussieht? Nee, kann man, also doch, wahrscheinlich irgendwie schon. Irgendwann schicken wir euch mal ein paar Fotos davon. René sitzt aber im Studio, ich sitze zu Hause. Dementsprechend ist das jetzt gerade auch so ein Mumpitz, aber wir sind dran und dass das Studio mit Spuckschutzwand ready ist, damit wir natürlich bald nebeneinander sitzend das Geile machen können. So, wir sind back bei 22, 21, 20, 19 und Runde 3 fängt an, Big Planted. Ja, du müsstest eine Sekunde bitte Pause machen oder okay, wieder okay, so 2. Das wäre nice. Das wäre Jock, Bruder, Jock. Also, auf geht es. Auf geht es. Bombe sehr, sehr zügig geplantet, wie du schon angesprochen hast. Jetzt versucht natürlich Sprout vielleicht noch den ein oder anderen Schaden anzurichten, damit man am Ende zumindest noch mal ein paar Waffen mitnehmen kann. Und dann bin ich gespannt. Ja, sieht gut aus. Da wird auf jeden Fall gesichert und gespeichert. Faven, oh, der macht viel Schaden. Hat hier fast den zweiten noch mitgenommen. Jetzt die AK zum Saven. DH macht von außen Druck. Das ist einiges an Damage, was da rauskommt nochmal. Und Kito, Tapsen, Tizian, die würden ganz gerne ihre Waffen behalten in so einer Runde. Und da jetzt nicht zu viel investieren. Trotzdem, 3-0, T-Seite, Big. Es ist der eigene Pick und der funktioniert. Bisher. Jo, auf geht's.
Doch, vielen Dank übrigens an das ganze liebe Feedback im Chat. Freue ich mich natürlich sehr. Wenn ihr auch uns unterstützen wollt, gerne mit Ausrufezeichen Caster in den Chat eingeben. Dann könnt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Habe ich übrigens heute noch ein Bild hochgeladen bezüglich meines Gewichtes. Also wer da Bock hat, gerne vorbeischauen. Und bei René gibt es auch immer Choc Güzel-Content. Ich glaube, der andere ist auch wieder online. Kann das sein? Ich höre Sound. Ich hab nicht beide gleichzeitig offen, weil ich habe Angst, dass das hier alles kaputt macht, wenn ich noch mehr aufmache. Ja, der andere ist wieder online. Aber ich lasse ihn jetzt mal kurz nebenher laufen, dann sage ich dir Bescheid, ob der stabil bleibt. Okay. Bevor wir jetzt 100 Mal hin und her. Aber du kannst ihn ja schon mal frecherweise im Hintergrund aufmachen, damit du hin und her klicken kannst. You know what I mean? Oh ja, jetzt kannst du. You know what I mean? You know what I mean? Ja, nein! Natürlich! So, mache ich dann jetzt auch gleich mal. Dann musst du nur die Runde casten. Mike. Ja, ich cast die Runde mal eben. Also, das ist Counter-Strike, Freunde. Snatchy, oh, da kommt aber jetzt wirklich mal mit richtig viel Pace rüber die Main, aber Snatchy kann das Ganze erstmal aufhalten, trotzdem und auch da wieder von Big die richtigen Entscheidungen, passiv zu bleiben, auf die Granaten natürlich zu reduzieren und jetzt mit den Smokes dann geschlossen natürlich nach vorne zu gehen. Snatchy ist aber nicht auf den Kopf gefallen, möchte den nächsten Spieler irgendwie rausnehmen, weil er findet ihn nicht, jetzt wird er rausgenommen von Tizian, Tapsen, die beiden natürlich mit dem T vorne und dem großen N hinten zeigen hier gerade wieder extra Klasse und Speedy, alles Gute kommt von oben, hier aber mit Tizian definitiv nicht für Sprout. Ah, Dennis trifft dann aber nochmal dazwischen. Das heißt, das 2 gegen 3 ist immer noch machbar. Sprout hat noch Kontrolle über die beiden Bombsites. Müssen aber jedes Mal alleine verteidigen. Das heißt, je nachdem, wo es jetzt hingehen soll, entweder Dennis oder Faven. Und es wird der B-Spot. Das ist immer noch Fake möglich. Das ist auf Newcastle so fies. Du kannst so schnell zwischen den beiden Spots hin und her hüpfen. Und dann ist. Oh, der Kopf war wichtig. Gegen Syrson Nummer 1. Kann man hier eventuell diese Runde sogar nochmal mitnehmen. Dennis mit dem weiteren, das gibt's ja gar nicht. Santasis hat es in den Trade nochmal gesetzt. Das heißt, hier eine 1 gegen 1 Situation. Rechnet er so schnell mit Faven? Nein, rechnet er nicht. Erste Runde für die Sprösslinge. Und die brauchen es, um hier Nuke natürlich zu bestehen. Müssen sie frühzeitig schon am Start sein. Wollen wir nochmal wechseln oder wollen wir es nicht machen? Ich hätte ihn jetzt schon, doch. Okay, dann machen wir das. Dann sieht ihr jetzt einmal ganz kurz den Idle Screen. Das ist etwas einfacher für mich. Und dann bin ich hier sofort wieder am Start. Mit ihr Jock, Bruder. Die bestmögliche Qualität bekommt. So, 52, 51, 50, 49. Oh, du bist 3 Sekunden schneller als ich. Okay, 1, 2, 50, 3. 49, 48. Okay, mach weiter. Also, 44, 43, 42. Ja gut, 41. Millisekunde aber perfekt. Alles passt, klar. Optimal. Jetzt sind wir wieder da, jetzt gebe ich euch das Bild zurück. Ach so, sagt er. Ach so, hast du ihn noch gar nicht gegeben. Er sagt, ach so. Egal, weiter. So, entschuldigt bitte für diese Koordinationsprobleme. Wir wollen natürlich irgendwie für euch noch einen Duo-Card auf die Beine stellen. Und ja, dementsprechend Abfahrt, auf geht's, rein in die Figur. Und jetzt muss natürlich beide Teams hier irgendwie punkten. Ja, sehr, sehr gut. Xantaris und Tapsen jeweils erfolgreich. 4 gegen 3, die Überzahl ist zur Stelle. Tizian mit dem nächsten Treffer. Und jetzt kommt Snatchy. Und der muss mehr als einholen, wenn er die Runde noch verhindern möchte. Also Big wieder Richtung A-Spot unterwegs. Und wieder ist es nur ein Fake. Jetzt durch Vent runter auf B. Das ist halt das, was Big gerade so unglaublich gut macht. Sie spielen um Sprout herum und lassen sich so wenig Duelle wie möglich schmecken. Ja, aber Sprout ist einfach auch gerade sehr, sehr kraftvoll. Die kriegen sehr gute Duelle auf jeden Fall rumgenommen. Snatchy ist jetzt schon wieder früh da und da haben sie die Smoke gut genutzt auf jeden Fall. Bei Big, oh, Tapsen zieht einfach rum und sagt, nein, nicht und bis hierhin und nicht weiter. Faven geht saven. Auf Wiedersehen. Und das heißt, auch diese Runde geht auf jeden Fall an den Big Clan. 3 Leute bringen das Ding durch. Syrson leider nur mit einer Scout. Da wird er auch nichts Besseres finden. Vielleicht dann damit erstmal weiter spielen zu müssen. Aber für Sprout ist es noch bitterer, denn die haben gar kein Geld mehr, um damit irgendwas zu forcen. Man hat jetzt einen Faven auf der AK, der Rest muss mit Pistols arbeiten. Und ja, auch wenn, wie gesagt, Nuke nicht mehr so CD-lastig ist, ein paar Runden willst du schon mitnehmen. So 7, 8, 9 mindestens. 12, 13. 14? Alle? Ja, wäre schon drin. Ja gut, 15 geht ja jetzt nicht mehr, ne? Ja, stimmt. Das ist ja schade. Ja, schwach gespielt. So, was der Vorteil gegenüber von dem einen Feed zum anderen ist, dass es einfach eine höhere Bitrate ist, eine bessere Qualität. Dementsprechend wollen wir lieber, genau, und mehr FPS. Wir wollen also dementsprechend euch hier natürlich das Beste liefern, weil der Clean-Feed-Server wohl Probleme hat und da halt sehr, sehr viele Lags sind. Und der entscheidende Vorteil ist, dass wir halt dann wirklich auch diese ganzen Bilder eingeblendet haben. Wenn wir auf dem GoTV selbst wären, was hier auch überhaupt gar keine Option ist, weil es nicht geht, dann würden wir halt diese ganzen Bilder und Einblendungen und Custom-Delays und all so einen ganzen Kram nicht sehen. Ja, deswegen auch hier nochmal der Wechsel, Xantaris Nummer 1, Nummer 2, Tabs nimmt der, alle 3 sind down und damit 5 gegen 2, schöner Vorteil für Big, er spielt sofort gegen die Pistols, agiert, es ist natürlich in dem Falle auch die Echo, also nicht die größte Überraschung, dass Big die Runde so solide holt, trotzdem sah es ganz hübsch aus und ich habe die Ladeschnecke des Todes, mach du mal weiter.
Schwierig, ne? Aber ja, da mache ich einen Radiokommentar. Faven und Dennis sind die letzten beiden Überlebenden, weil sie sind sehr weit vom Schuss. Dementsprechend wird da wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Und ja, aus diesem Grunde wird sich jetzt zeigen, in welche Richtung es sich bewegt. Dennis bekommt nochmal gegen Xantaris. Nein, schafft er nicht. Faven ist da, nimmt zwei Stück mit, aber tapst am Ende mit dem letzten Break. Das heißt, wir haben das 5:1 für Big und das haben sie in der Halle gut gemacht. Wo bist du denn jetzt, mein Lieber? Ja, sofort. Sollen wir dann doch lieber den anderen benutzen? Nee, jetzt sind wir 9, 8, 7. Ja, ich zähl weiter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, yes. Gut. 2. Dann muss ich einfach so lange warten, bis du fertig erzählt hast. So eine Pisse, Junge. Das ist echt anstrengend, muss ich sagen. Tut uns echt leid, Leute, aber wir müssen synchron sein, sonst castet Venom irgendwelche Szenen, die ihr nicht seht, und ich caste Szenen, die Venom nicht sieht. Das ist natürlich echt blöd. Aber jetzt sind wir wieder synced und jetzt hoffen wir auf das Beste. Echt bliert, ja. Keine Frage. So, jetzt wurde eine Werbung getriggert. Dafür kann ich nichts. Ich weiß es nicht. Ich war es nicht. WTF, ernsthaft? Ich habe sie nicht angedrückt. Ich habe sie nicht berührt. Beleidigt jemand anderen, nicht mich. Ich war es nicht. Oh Mann, es geht wieder alles schief. Es ist so schlimm. Es tut mir so leid, Freunde. Ich hoffe, es ist eine kurze Werbung. Ich sehe es leider nicht, was da getriggert wurde. Aber, ja. DH dementsprechend jetzt auf der Rampe versucht, das Ding zu verteidigen. Und damit... Oh ja, direkt 5 Minuten, na super, optimal. Zum Genießen. Dennis Headshot nochmal gegen Tizian. Hört ihr mich? Ich glaube, ihr hört mich während der Werbung, also mache ich einfach Radiocast. Nee, hören Sie nicht. Hören Sie nicht? Okay, dann mache ich einen Radiocast. Mach du mal weiter. Ja, Snatchy bekommt den Molotov ab, dementsprechend outside so ein bisschen mehr Kontrolle weggegeben. Big holt sich da wirklich sehr, sehr starke Vorteile. Und immer wieder ist es der Big Clan, der hier einfach ein Stückchen besser ist als Sprout. Und das ist jetzt die erste Runde, in der eine Full-Buy-Situation für die Sprösslinge mal funktioniert. Und DH Nummer 1 auch nochmal über die Rampe. Jetzt ist es ein 2 gegen 4. Syrson 17 HP, Xantaris 57. Beide low, vielleicht ein B-Plant, aber mehr ist eigentlich nicht drin. Und Snatchy hat den Mini-Winkel genauso wie Dennis. Schöne Runde Nummer 2 von Sprout. Und da sind sie doch mal auf DE Nuke angekommen. Mal schauen, wie weit man da jetzt noch vorwärts kommt. Und jetzt kommt der erste taktische Timeout von Big hier auch nach der ersten verlorenen Fullball-Runde. Sehr, sehr bitter. In dem Falle muss Big aufpassen, dass sie jetzt natürlich in dieser nächsten Runde nicht zu viel investieren. Wir haben gerade kurz das Geld eingeblendet gesehen. Das ist so ein bisschen diffizil, wie auch immer. Diffizil ist Spanisch für schwierig. Ja, genau. Sehr gut. Education Stream. Schauen wir mal, ob sie forcen oder nicht. Es wäre auf jeden Fall, also was heißt forcen? Eigentlich ist es ein Full-Buy, aber mit ein, zwei Einschränkungen, die, das war glaube ich Tizian und Kito, die bloß 3000 oder so haben. Ja. Also wurde da jetzt gelegt. Xantaris und Tapsen sind dann diejenigen, die quasi mit weniger Geld auskommen müssen. Eine Deagle, eine Tech-9, dafür Syrson mit AWP. Nicht der beste Buy für Big und das könnte der Moment sein, wo Sprout wieder zurückkommt in die Partie, wenn sie diese Runde jetzt holen. So, also, auf geht's. Ich habe mal nebenher noch geguckt, dass wir vielleicht das irgendwie investigaten, warum diese Blöcke abgespielt werden. Entschuldigt natürlich vielmals, liegt nicht natürlich bei uns, dass wir sagen, hey Freunde, jetzt hier bei 4700 Zuschauer schieben wir doch mal einen Werbeblock. Ist doch geil, Amazon zu sehen, während Sprout gegen Big läuft. Das tut uns unglaublich leid, aber ja, ich habe mal geguckt, ob wir vielleicht die Lösung oder der Lösung auf dem Spur sind. Jetzt bin ich gespannt, was passiert in dieser Runde. Kann Snatchy wieder der Mann sein, der die Runde aufrechterhält? Der Molo ist fies, er muss pushen und er trifft den ersten und der Molotov ist irgendwie nicht perfekt gelandet. Er hatte da lange Zeit, bis er überhaupt den ersten Tick kassiert hat. Also erster Frag ist da, Snatchy bleibt weiter drin, aber Xantaris und Kito für den Refrax. Stop. Dementsprechend hier auf jeden Fall sehr, sehr schön gespielt. Das Ganze sehr kontrolliert bei den Big Boys. Chinsky übrigens auch. Grüße gehen raus an Herr Chinsky, der eben auch mal kurz eingeschaltet hat. Hat auch auf Twitter eben geschrieben. Für ihn war es eigentlich schon klar, dass Sprout hier Mirage gewinnen kann. Nuke sollte an Big gehen. Er hofft auf einen geilen 3-Mapper. Und ich denke mal, da stehen wir auch kurz zuvor. Ich denke auch, das ist eine realistische Einschätzung, nachdem ja der Pick von Big hier mit Nuke einer der stärksten Maps in ihrer bisherigen Historie sind und ist. Und ich glaube, dass wir hier auch sehen, was Big auf Nuke gerade ausmacht. Sehr smarte Rotationen, sehr gutes Infoplay. Sie wissen immer, wo Sprout gerade agiert und was sie hier zu erwarten haben. Und das macht es eben sehr schwer für Sprout, sich darauf zu positionieren. Und Big macht eine schwierige Runde. Trotzdem klar. Und das mit drei Waffen, die beide ja gekauft wurden. Also lediglich quasi die beiden Pistol-Buy-Runden, die man da sowieso noch verloren hat.
bitter für Sprout. Das wäre tatsächlich die Key-Round gewesen, um nochmal zurückzukommen. Jetzt hat Big die sechste Runde auf dem Konto und Sprout muss wieder überlegen, wie gehen wir dagegen vor. So, auf geht's, ab geht's, Ladies und Fellas. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier in dieser Runde Nummer 9 abgehen wird. Auf jeden Fall schon mal ein geiles Match, muss man ganz klar sagen. Keine Überfahrt in irgendwelche Richtungen. Man hat bei Sprout auf jeden Fall auf Mirage sehr, sehr krasse Ansätze gesehen. Hier jetzt gerade auf Nuke natürlich Big mit einem sehr, sehr guten Start. Also Sprout sollte jetzt quasi anfangen, wirklich das Ruder rumzudrehen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Aber das ist halt, also Big und Nuke, Name and Moral, Iconic Duo, ne? Wie man so schön sagt. Big und das 2 vielleicht. Ja, stimmt. Das 2 ist auch noch eine der Maps, die wirklich sehr, 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 sehr stark sind von Big. Speedy, erster Frag jetzt mal gegen Sidious. Wenn das First Blood für Sprout gefallen ist, haben sie jede Runde geholt übrigens. Das war die erste und jetzt hier auch die zweite auf dem Konto. War immer der Entry Frag auf Seiten von Sprout. Also, gutes Omen, dass Speedy hier den ersten macht. Nächster, zweiter, dritter, DH, weiter Druck gemacht. Xantaris kann erst jetzt den Refrag setzen, aber super smart von Xantaris, dass er hier weiter up-aimt gegen den Main. Und dann eben die Rampe erst jetzt heruntergeht, erst jetzt den B-Spot versucht zu öffnen. Ja, und dann die Smog natürlich auch wieder wichtig, weil es wird irgendwie natürlich gezeigt, dass man quasi diesen Bereich einnehmen möchte, aber das Ganze extrem entschleunigt. Und jetzt wird man bei Big nochmal neu koordinieren. Wo sind Faven und Speedy? Die werden natürlich jetzt hier maßgeblich eine Rolle spielen und können auch im oberen Bereich natürlich abgehen. Und Tizian bekommt Faven schon mal rausgenommen. Speedy, oh, mit seinem Low HP, mit seinem 16 HP, trotzdem in der Lage, dieses Duell zu gewinnen. 2 gegen 2 und Snatchy mit AWP und damit ist sowieso alles drin. Ja, das ist immer noch eine machbare Runde und Sprout braucht die Runde auch. Das ist der Buy auf Null. Das ist die Runde, die es jetzt auch für die Economy ausmacht. Aber Snatchy hat Pech-Timing. Einfach in die falsche Richtung geguckt. Jetzt Speedy mit 16 HP gegen 2. Ich denke, eine AWP-Saven wäre auch möglich, wenn er da jetzt einfach weggeht. Ja, das macht er auch zumindest hier nochmal eine teure Waffe mitzunehmen in die nächste Runde. Aber man wird darauf nicht forcen können. Es ist, glaube ich, zu wenig Geld da. Speedy könnte einmal legen und Faven vielleicht klein kaufen, aber der Rest kann nichts investieren. So, und damit, zack, mit der Orb natürlich jetzt irgendwie in der nächsten Runde die meiste Verantwortung übernehmen. Oh, hoffentlich ist er nicht abgestürzt. Ah, nee, never mind. War irgendein anderes Bildproblem. So, 7-2 und Big steht kurz davor, hier die Halbzeitführung zu holen. Ich glaube, auf Mirage war es eben ein 8-3 für Sprout, ne? Wie war es nochmal? Ich meine schon. Okay, dafür reicht mein Caster Kurzzeitgedächtnis nicht aus. Alles Gute ist, ich bin hier zu Hause und habe dann mehr Zeit, mich auf solche Dinge zu fokussieren. Sehr gut, das ist sehr gut. Und Nuke hat hier auch wirklich eine starke Historie, das sehen wir jetzt auch von der ESL eingeblendet. 10 von 12 letzten Matches auf Nuke wurden gewonnen und lediglich 2 wurden verloren gegen G2 Esports und Mousesports. Was ja auch beides Namen sind, gegen die man mal eine Map verlieren darf. Ja, keine Frage. So, dementsprechend, let's go in die nächste Runde. Speedy, der muss jetzt hier mit der AWP punkten. Nee, Quatsch, mit der Scout möchte er punkten. Aber mein, sorry, ich war gerade schon komplett lost wieder. Und die Scout kann im Außenbereich natürlich auch hier sehr, sehr große Elemente bringen, wenn du nicht gerade den guten Herrn Riche im Gegnerteam hast. Ah, Deagle, CZ, natürlich da jetzt bei Sprout auch immer so ein bisschen das Problem, dass man nicht die beste Option hat. Man muss gucken, dass man mit diesen schwächeren Waffen eventuell irgendwo ein Entry setzt und dann so eine Waffe nimmt. Jetzt trotzdem nochmal. Es ist eine Runde, die Big natürlich stark einen Vorteil hat durch die besseren Waffen, aber man darf das nicht unterschätzen, was so ein paar Pistols und auch eine MP9 ausrichten können. So, Snatchy AWP, Frag, er geht runter, schon komplett Free Frag und schon ist es ein 4 gegen 4. Also Big muss trotzdem aufpassen, dass ihnen sowas nicht passiert. Und jetzt tapsen. Tapsen. Ah, genau das, genau das. DH nimmt ihn weg, AK ist weg, Bombe ist gedroppt. DH kann das eigentlich gut spielen, dreht sich in falschen Sekunde rum und wird gerefragt. So, dementsprechend jetzt weiter hier. 2 gegen 3 Situation und Kito, Susan und Tizian, die haben natürlich diese Halle hier gut im Griff. Oh, da sehen sie sogar schon wieder ein bisschen lange gebaut, aber Tizian hält das Ganze nochmal dicht. 8-2 und damit nochmal ein viel besserer Halbzeitführungsstand, als wir es eben noch bei den Sprösslingen auf Mirage gesehen haben. Und dieses Tactical Timeout, das kommt wie gerufen. Entschuldigt bitte, dass wir jetzt gerade so ein bisschen ruhiger geworden sind. Wir sind natürlich am Investigaten, dass sowas nicht wieder vorkommt, wie diese 3 Minuten Werbung. Aber ja, whatever. Genau. Da jetzt auch mal den Timeout von Sprout ganz gut gezogen. Der Halbzeitsieg von Big ist da. Heißt für Sprout in diesem Falle jetzt
Schadensbegrenzung. Ab diesem Moment, sie können nicht mehr dafür gehen, die Halbsätze zu gewinnen, sie können nur noch dafür gehen, so viele Runden wie möglich noch umzuwandeln, irgendwie nochmal ranzukommen an Big und dann eben mit einer guten zweiten Halbzeit, genauso wie auf Mirage, wieder zurückzukommen. Und da sind die beiden Headshots, die wir noch gesehen haben, Tizian, Kito. Es war wieder ein schöner Start. Es war wieder ein schöner Start von Sprout, auch mit Snatchy an der AWP und den Kills von DH mit der CZ Auto. Aber dann hat es nicht gereicht, dann waren die Köpfe zu groß und Big konnte da zu gut reinschießen. Jetzt bin ich gespannt. Sprout, Doppel-AWP, das erste Mal auch auf Nuke mit Speedy und Snatchy dieses Mal. Also Faven hat sie dieses Mal nicht in die Hand genommen. Speedy darf selber das lange Rohr in die Hand nehmen. Ja, die Doppel-AWP ist natürlich immer wieder ein Element. Das ist der erste Change, den man hier wirklich immer gut setzen kann. Der erste Wechsel, der irgendwie im Spielstil natürlich möglich ist und halt auch vor allen Dingen einen großen Impact mitbringt. Faven schafft aber jetzt trotzdem schon mit der M4A für den ersten Track. Tizian jetzt nochmal relativ slow raus und da hat das sogar auf dem Schirm der Faven. Sehr, sehr stark gespielt. Und hier ist die Smoke weg, sodass er dann nicht mehr nochmal zurücksteppen kann. Aber oh! Schießt gegen Snatchy, um Gottes Willen. Und Snatchy bestraft da Tizian für unschwammige Aiming. Boah, und so schnell ist es vorbei. Ja, so schnell ist es vorbei. Dann noch ein Snowscope von Speedy und ein Kill von Dennis. Und da ist die dritte Runde. Und für eine Flawless Round, da kann man die Ratsche auch nochmal durchdrehen. Und jetzt kommt der taktische Timeout von Big. Also, beide nutzen die Timeouts auf jeden Fall üppig und versuchen sich da immer und immer wieder irgendwie einen Vorteil zu erspielen. Das zeigt aber auch, wie ernst man diese Spiele hier nehmen muss. Und dass Big hier auf gar keinen Fall, auch wenn sie ungefähr 50 Weltranglistenplätze voneinander trennen, dass Big Sprout hier auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Nee, keine Frage. Also man hätte sich wahrscheinlich auch gewünscht, direkt mal Mirage abzuholen. Man muss sich ja auch mal überlegen, was Big momentan für Teams auf Mirage geschlagen hatte und verliert dann gegen Sprout. Sprout ein sehr starkes Mirage-Team. Nichtsdestotrotz geht es hier nicht, wie gesagt, um den Barfuß-Bethlehem-Cup, sondern das ist hier die ESL One Cologne und man möchte verdammt nochmal natürlich im Upper Bracket bleiben. Ja, das ist so wichtig, weil jeder Sieg bringt einen zumindest mal die Sicherheit, dass ein Best of Three nicht das Ende sein kann. Bei der ESL One Cologne willst du unbedingt in die Playoffs, willst so weit es geht irgendwie hier mitspielen. Das ist so ein prestigeträchtiges Turnier und sobald du einmal im Lower Bracket bist, kommst du da nicht mehr raus. Dann ist jedes Match, was du spielst, Elimination Match. Ja, und das hat, wir haben OG, NIP, Navi, Mouseboards, Complexity und die Mad Lions halt auch noch weiterhin hier in dieser europäischen Gruppe A und das wird einfach schwer und dementsprechend auch für Sprout super, super wichtig, wenn sie hier Big schlagen können, dann im Upper Bracket zu bleiben. So, aber auch natürlich für die Big Boys, wo natürlich die meisten Leute wahrscheinlich drauf blicken werden, weil man von ihnen natürlich jetzt auch sehr, sehr viel erwartet. Aber abwarten. Es bleibt abzuwarten, wie das Ganze hier verläuft. Diese Runde ging super schnell. DH, der letzte Überlebende und damit, ja, eine schwierige Situation. Übrigens, alle, die sich wundern, warum wir vielleicht Dücha für viele DH aussprechen, wir haben damit Daniel Paulus übrigens, der Manager von Sprout, der hat uns ganz klar gesagt, Dücha oder halt ne DH wird DH ausgesprochen. Einfach wie D und H. Das ist scheinbar polnisch, oder? Beziehungsweise die polnischen Schriftzeichen, die man DH oder DH ausspricht oder so. Deswegen, oder DH einfach. Genau, deswegen einfach DH. So. Oh, da stellt er sich einmal in den LKW und sagt, tschüss, macht doch die Runde, was ihr wollt. Aber Kito ist auf der Jagd und Kito hat etwas Pech und DH etwas Glück, damit er ihn hier mitnehmen kann. Eine M4 ist dabei, aber das ist halt immer so ein bisschen das Problem, was Sprout hat, dass sie die Runden gut starten, aber sie nicht umgewandelt bekommen. Das ist jetzt schon zwei, dreimal aufgefallen, dass man ein, zwei Entry-Frags irgendwo rausbekommt. Jetzt nicht in dieser Runde, aber dass man Entry-Frags herausbekommt und dann irgendwie durch Big wieder outplayed wird, weil sie dann plötzlich auf einem ganz anderen Spot stehen. Jetzt hat man endlich wieder Geld. Jetzt kann man wieder mit Doppel-AWP spielen und jetzt muss man schauen, dass die guten Anfangsphasen so einer Runde auch mal umgewandelt werden. Ja, richtig, aber natürlich wird auch Big das auf dem Schirm haben, dass man vielleicht wieder mit einem doppelt langen Rohr spielt und da wird man natürlich darauf reagieren. Dennis jetzt hier mit einem offensiven Push, aber Kito sagt nein, Speedy trotzdem mit genau dieser zweiten AWP unglaublich stark gespielt und hat wahrgenommen, dass da noch einer hinterm Schacht ist. Ah, Speedy macht ein bisschen Lärm, möchte da einfach nur ablenken. Und wieder zwei Entries, einer gerefrag gegen Dennis, Vorteil ist aber da, Tapsen auch nur mit 17 AP. Und Xantaris obendrauf auf der Main. Jetzt wartet man ein bisschen ab, jetzt hofft Xantaris, dass ihm da irgendeiner reinläuft. Und so falsch ist das gar nicht, das sehen wir hier durch das X-Ray. Während Tapsen sich in die Rampe vorwagt und auch wieder Richtung B vielleicht ein bisschen Stress zu machen. Sogar noch einmal hochgesprungen, um zu 100% sicher zu sein, dass da oben nicht noch irgendwas drauf ist und er vielleicht einen Winkel verpeilt hat.
Und jetzt aber die Problematik. 2 gegen 4, das wird unglaublich schwierig. Xantaris hätte den schon mitnehmen müssen. 17 und 16 HP. Und Xantaris schafft es hier nochmal, DH zu bestrafen. Und Faven kommt hinterher. Und der könnte vielleicht sogar nochmal reinlaufen. Aber nein, Xantaris bekommt den Frag nicht. Faven zu schnell. Und das heißt, Tapsen 1 gegen 3 mit AWP, 17 HP. Schwierig. Müssen wir so zu umschreiben. Da müsste jetzt da rechts in die Ecke prefiren. Ersten hat er jetzt rechnet nicht mit dem Spieler in Main. Faven mit dem Refract. 4. Runde Sprout. Wieder mal ein Fullby, der funktioniert. Und man kann beide AWPs zumindest saven. Das sind die beiden wichtigen Waffen, dass man da die $10,000 erstmal nicht mehr investieren muss. Und jetzt Sprout ein bisschen auf dem grünen Zweig. Das ist immer so schön mit Sprout, finde ich. Finde ich ein gutes Wortspiel. Und ja, vielleicht. Ach. Ruhe! Und damit schauen wir mal. 6-9 wäre noch gut, wäre die Schadensbegrenzung, die ich angesprochen habe. Und damit kann man auch noch leben. Wenn dann die T-Pistol drin ist, ist alles noch machbar. Das hatten wir ja auch bei Big gerade auf Mirage. Da lagen die Jungs von Big 6-9 hinten, Pistol gewonnen. Und dann waren es bei einem 10-10 auch gleich wieder ausgeglichen. Also alles noch drin für beide Teams. Snatchy auch wieder mit der Eröffnung. Jetzt dieses Mal gegen Big mit Pistols. Doc Xantaris wird jetzt hier über die Rampe natürlich nach vorne gehen. DH steht aber bereit, zusammen mit Speedy. Die machen das Ganze hier wirklich sauber blockig. DH jetzt ein bisschen zu greedy unterwegs, aber Speedy macht zumindest seinen so. Oh! Xantaris! Nochmal den Sprüh des Zorns. Und jetzt heißt es hier natürlich irgendwie dieses 1 gegen 2 nochmal ausspielen. Ist machbar, aber ultra schwer. Hat mal ein sehr guter Mann gesagt, habe ich gehört. War's bestimmt du oder Knochen? Yes, ich war's. Ja, dachte. Ich weiß gar nicht, welches es ist. Venom 3 oder so, Venom 2. Wenn im 2. Machbar, aber ultra schwer. Oh, Xantaris. Der hat schon unmöglichere Situationen geklärt. Jetzt nicht den Silent Drop geschafft, aber ist egal, der Plant ist durch. Ja, oder auch nicht. War das war, glaube ich, kein Fake. Das war, ich glaube, das war nicht so geplant, aber ich weiß. War gefettfingert, ja. Sah zumindest nicht geplant aus. Und Xantaris jetzt 1-on-2. Mal gucken. Auch vor allem gut, wie die Smoke gesetzt. Sehr, sehr verzögert. Kommt nicht instant mit der Smoke raus, weil damit rechnet man eigentlich einen Wahnsinn schon wieder. Xantaris, Alter, das ist so ein Typ. Aber Dennis, das war eine saustarke Reaktion von Dennis. Muss man einfach ganz klar sagen. Der sich nicht auf dieses Smoke-Play eingelassen hat, sondern ganz klar sich dachte, komm, in diesem Augenblick wird Xantaris nach dem ersten Shot erstmal Main checken. Und da gehe ich raus und gönn mir halt diese Situation. Hat er gut gemacht. Sehr, sehr stark. 5-9. Also, Big. Jetzt nochmal mit Money und entweder werden es Double Digits oder wir werden ein 6-9 sehen, wie wir es, glaube ich, eben auch auf der ersten Map erleben durften. Also sehen wir nochmal ein paar schöne Klicks auf jeden Fall von Xantaris. Aus so einer Runde noch so viel geholt. Sehr, sehr stark. Aber es ist die letzte Runde der ersten Halbzeit. Ist also in dem Falle nicht so schlimm, bringt jetzt in dem Falle nicht so viel. Das Geld ist bei beiden vorhanden und es wird entschieden, ob die Double Digits bei Big noch drin sind oder ob wir ein 6-9 zum zweiten Mal sehen können. Dieses Mal in umgedrehter Reihenfolge. Dieses Mal Sprout auf dem schwächeren Rundenscore. Und das auf der CT-Seite, was im Grunde die bessere für Nuke ist. Aber Speedy mit einem super Timing. Gerade noch Tabs mit der Nate in der Hand erwischt. Und der erste Frag ist komplett gratis für ihn da. Ja, der ist wirklich gut abgesnackt. Und das heißt jetzt natürlich, das Ganze wieder mit einer Unterzahlsituation für Big irgendwie rumzudrehen. Vor allen Dingen Tapsen hier gerade wirklich der Man of the Match bisher. Muss wieder punkten, aber Xantaris, der hat sich jetzt erstmal so ein bisschen eingegroovt. Nächsten Frack hier richtig rausgeprügelt. Dennis, oh, Xantaris, Junge, du geiler Prinz. Was ein Aiming, Sierson mit dem nächsten Headshot durch die Wand, Snatchy ebenfalls down. Und das heißt, der im 1 gegen 2 und Sierson hat so auf dem Schirm. Er aimt perfekt ab und... Er weiß, DH, das ist so ein gutes Timing in der Sekunde rum. Jetzt geht Sierson wieder zurück und er weiß nicht, dass DH durch ist. Und das könnte das Timing sein. Er hat absoluten Free-Frag gegen Tizian und jetzt Sierson im One-on-One. Der schafft es nochmal, möchte nochmal schön durch die Wand predikten. Der bekommt jetzt auch endlich mal die Arc, aber Sierson hat das Timing nochmal gefunden, geht einfach rum wie so ein Terminator. 10-5, die Double Digits sind da und dementsprechend wird es eine heiße Nummer. Kurze Pause, in 2,5 Minuten sind wir zurück. Zweite Halbzeit, Sprout gegen Big. Können die Sprösslinge sich nochmal zurückkämpfen oder macht Big den Sack zu und wir gehen auf DE Inferno. Bleibt dran, bis gleich. We'll be right back.
Und nach der kurzen Pause sind wir wieder zurück mit Dubstep-Musik auf DNUK 10.5 Big mit den Double Digits. Das ist ein guter erster Start, aber noch nicht die Map. An meiner Seite weiterhin Venom und ich hoffe, er ist da. Hi. Ja, geil. Der auch ein geiles Team, ein geiler Teamname, ne? Dubstep-Musik. Dubstep-Musik, nice. Würde ich fühlen. Für die Liga auf jeden Fall dann. Oh, und jetzt geht's auch direkt mal zügig nach vorne. Tizian direkt mal mit zwei Fracks. Kito ist wieder da und der hat seine Dual Barrettas. Zwei Stück hat er schon mal mitnehmen können. Aber ob er hier den dritten macht, dann Ace ist nicht mehr möglich, aber da ist natürlich einiges noch drin. Ah, Speedy 1-on-4, das ist sehr, sehr schwer. Kontakt ist da, Tapsen aber mit dem Köpfchen. 11. Runde, Big. Und damit die wichtige Pistole erstmal von Sprout weggenommen. Wir schauen uns dann auch gleich mal die Odds an, ob sich das ein bisschen verändert hat. Und ja, das hat es tatsächlich. Nachdem Sprout die erste Map gewonnen hat, sind die aktuellen Game-Odds 1,65 für Big und 2,0 für Sprout. Also deutliche Verbesserung auf Seiten von Sprout bei den Buchmachern. Mal schauen, ob Nuke da nochmal was dran ändern wird. Ja, das ist eine große Frage, ey. Vor allen Dingen die Leute, die jetzt damals schon oder davor, damals auf den ersten LANs für Sprout gesetzt haben, sind natürlich jetzt gerade erstmal ganz gut amused auf jeden Fall. Ah, Tizian jetzt einmal die Granate in die Pommes rein, hofft, dass da schon schnellerer Push in Richtung A unterwegs ist. Ist aber in dem Fall nicht der Fall. Tapsen 1, 2, 3 mit Syrson noch dazwischen und dann wird die Runde abgefertigt. Ich wollte nochmal das Wort erteilen, aber es war zu schnell. Das war einfach flutsch und weg. Sag ich dir nicht. 2-5. Nächste Runde ist der erste Fullby für Sprout. Jetzt bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Die Runde ist schon ziemlich wichtig, dass Sprout hier mal wieder einen Fuß in die Tür bekommt, weil sonst könnte Big hier eine kurze Partie draus machen. So, damit geht es los, meine Damen und Herren. Und jetzt werden wir wahrscheinlich relativ früh sogar schon die Balance Smokes außen sehen. Da wartet man natürlich, man möchte das Ganze ein bisschen verzögern, um schlussendlich natürlich nicht in diese Molotovs reinzulaufen. Aber man hat natürlich jetzt man hat Close Distance jetzt schon Syrson abgestellt und der wird ja eine unangenehme Personalie sein, wenn er damit der MP9 so weit vorne stehen kann. Ah, der hat die Flashlight in der Hand, die wird dann oben in diesen Luftschacht hineinknallen. Zack, und dann kommt es runter auf den A-Spot, auch mit Molotov für die Pommes. Zugriff also auf A relativ wahrscheinlich. Jetzt schauen wir mal, wie man das zugreifen möchte. Gar nicht, es war einfach nur ein Fake und Snatchy verbrennt mit seinem Molly Tizian auf der Pommes und es geht Richtung B. Dann das Xantaras, der Wichtige. Einen nimmt er mit, ein zweiter konnte von Taps noch abgeholt werden. Das heißt, DH bricht jetzt erstmal durch, 3 gegen 3. Vor allen Dingen zwei mehr MP9 noch auf Seiten von Big, das wird also nicht so leicht. Kito in der Zeit auf jeden Fall schon mal Speedy rausgenommen, während ich das sage. Ja, perfektes Timing von Syrson da gerade in den Plant rein, wie er den nicht macht. Krass, da hat er fast einen Free-Frag eigentlich vor die Nase bekommen, aber kriegt's nicht ganz auf den Kopf gezimmert und Faven im 1-on-2, ersten hat er, das könnte er noch machen, er rotiert nochmal smart auf den A-Spot und damit Tapsen 1 gegen 1, aber Faven hat fast 100 AP und eine AK. Das wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, Faven hat's gehört. Ja, Faven macht es so smart. Faven macht es so smart und dann was für ein Brett er da ins Gesicht gibt. Er wirklich super, super stark gespielt von ihm. Ja, und somit holt man natürlich erstmal einiges an Skill raus, ne? Ja, da hat Tabs nichts machen können. Ich bin mir so, so sicher, dass Faven diesen einen Step da noch gehört hat, Richtung Secret, und dann wusste er genau, wohin er sich bewegen muss. Und ja, sehr schön gemacht, Faven, da sehen wir es ja nochmal. Der Mann dieser Runde, ersten, dann den zweiten im Vent und den dritten von außen, aber dafür reicht die Zeit nicht. Aber wir haben es ja alle noch im Kopf. Wunderschöne Runde, 6-12 Sprout mit der ersten T-Round direkt im ersten Fullby. So, und den muss man natürlich dann auch wieder nutzen. Wie die, nur mit einer Deagle übrigens hier in diesem Augenblick am Start. Syrson ist aber da, bekommt hier gegen DH den ersten Frag gesetzt und damit kriegt Big auch vor allen Dingen hier in dieser Runde 19 die Kontrolle. Tapsen mit einem weiteren und Xantaras im 1 gegen 3 da. Aber zieht sich erstmal zurück. Ich glaube, Server ist heute nicht so on point, ne? Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, vielleicht ist es Auto-Observed? Ich weiß nicht. Nee, also dann wäre es ja viel besser. Nein, nein, ja, jetzt würde man mehr Frag sehen, also no offense. Ja, nein. Hey. Ich habe größten Respekt vor den Observern, wirklich. Der Punkt ist, wenn du einen Auto-Observer, einen Auto-Director hast, dann sind einfach mehr Frags drauf, aber die sind ja live mit den Leuten auf dem Server, dementsprechend schwierig. Auto-Observer hat halt eine KI, der halt vorberechnet, wo die Frags fallen, also das kann ein Mensch ja nicht verbessern. Also er liest es aus, wo sie fallen. Oder so, ja. Weil er ja in der Zukunft ist.
Ja, ist er ja wirklich. Stimmt, ja. 3 Runden ist ja der GoTV-Delay. 90 Sekunden. Je nachdem. Kannst du, selbst bei 5 Sekunden kriegt er das sogar noch relativ gut auf die Reihe. Hat Tim bei mir auf den Community-Matches versucht. Mhm. Da ging das auch noch. So, Speedy. 1 gegen 3 Situation. Also wenn er die Runde klatscht, dann ist auf jeden Fall Puls 200. Nein. Nein. Bumm. Da macht Kito Schluss mit der Arbeit. Also 13 zu 6. Das ist halt schade, ne? Also diese eine Runde zu holen ist toll, aber wenn man danach nicht mal ein Bombplant bekommt und von Big dann so runtergeholt wird, ist es halt echt mies. Jetzt hat man gar kein Geld bei Sprout und muss die Entscheidung treffen. Und ich glaube, dafür ist auch der Timeout zum Teil gut. Ob man forcen möchte, ob man das riskiert oder ob man es nicht tut. Wenn man es nicht tut, hat Big quasi die 14. Runde geschenkt. Und dann muss jede Runde 10 in Folge bei Sprout funktionieren. Ja, schwierig, 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 schwierig. Also hier Big wirklich von Anfang bis zum Ende wirklich dominant. Sprout hat es dann in der ersten Halbzeit noch geschafft, einige Runden ranzuholen, aber hier auf der T-Side möchte es nicht so gut funktionieren. Eine einzige bisher. Mal gucken, wo sich das noch hinentwickeln wird. Ja, mein Force auf jeden Fall nicht. Also es ist hier nur die Pistolrunde mit 2 HE-Granaten bei Dennis und Speedy. Bedeutet Big mit höchster Wahrscheinlichkeit die 14. Runde klar zu machen. Jetzt auch Kito mit einer XM, der Auto-Shotgun, die man genau auf der Pommes normalerweise spielt. Da ist die extremst stark und kann wirklich auch unglaublich viel Impact haben, wenn der Molotow auf die Pommes nicht kommt. Und das ist in dem Falle ja nicht möglich, weil Sprout kein Geld hat. Ha! Drewfix schreibt, glaube, das ist das Uprank-Match für Kito. Uff. Es gibt so... Ist aber schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, der ist schon nicht verkehrt. Auf Global Elite dann. Ach man, ey, das Internet ist schon manchmal witzig. Das ist ein schmaler Grat, muss man sagen. Ne? So, Kito aber auf jeden Fall mit der XM ist er auf einer guten Position, mit der er arbeiten kann. Und gerade da bekommt man natürlich eigentlich nur Close-Distance-Fights, weil die Main auch von seinem Mate gedeckt wird. Dementsprechend die große Frage, kann er da vielleicht den ein oder anderen mitnehmen? Ah, Big im 5 gegen 4 jetzt auch immer noch natürlich gegen die Pistols in Gefahr, dass man sagt, okay, jetzt nicht irgendwie Blödsinn machen und vielleicht am besten auch keinen Frag zulassen. Tabs Nummer 1 nochmal dazwischen, Zataris. Der Spraydown gegen 3, doch ein bisschen schwierig und da hat Faven doch seinen Frag. Er nimmt wahrscheinlich auch die M4 gleich noch mit, ja, oder auch nicht. Da wird er freundlich zurückgebeten. Der Plant wäre noch ganz gut, kriegt man aber nicht hin, Faven alleine. Ja, das kann sie knicken. Bringen wir es auf den Punkt, das ganze Knicken, einen nimmt er noch mit, 2 HP bei ihm übrig, er muss gegen 3 Mann noch bestehen und da kommt natürlich Tapsen. 14 zu 6 für Big, die hier wirklich auf New gerade eine absolut dominante Leistung zeigen, aber auch im ersten Match sofort bei der ESL One Cologne unter Druck stehen. Also sie müssen hier wirklich abrufen, was sie können, um schlussendlich natürlich weiter im Turnier zu kommen. Und genauso ist es für die Sprösslinge. Also ich denke mal, Nuke sollte man jetzt gleich abhaken und dann geht es letztendlich auf die letzte und entscheidende. Und das wird eine Map, die man schon tausendfach gesehen hat, Inferno. Freue ich mich drauf. Inferno ist als Decider immer eigentlich... Drauf, ja. Ja, ist immer ein Schmankerl so. Die Map ist super, super ausgeglichen und da kannst du gerne mal... drauf. Ach, ich hasse dich. Also ruhig. Ich kann dich auch muten. Das ist gar kein Problem. Mann. Das ist gar kein Problem. Oh Mann, legt nächste Runde. Big wieder mit Geld genauso wie auch Sprout. Und Dennis hat da so einen Headshot-Winkel versucht zu spielen. Aber Tapsen sieht halt das Köpfchen am Haaransatz und holt ihn runter. Das ist halt mies. Ja, freue ich mich drauf, muss ich sagen. Ja, und dementsprechend mal gucken, wo es hingeht. Netschi jetzt hier mit der AWP Richtung Pommes wird letztendlich da versuchen, einen Pick zu setzen, aber das Problem ist, dass er natürlich dann, ja genau, er braucht einen zweiten Mate noch dabei, den da unterstützen kann. Tapsen relativ laut unterwegs, man hat natürlich im unteren Bereich schon über die nächsten Spieler gehört. Overall aber das Ganze extrem entschleunigt von den Sprösslingen. Wir gucken noch auf die Granaten, was da übrig ist. Wir sehen auf jeden Fall noch einiges an Smokes, 2 Stück, um genau zu sein. Aber wohin will man spielen? Snatchy jetzt in Richtung Asport unterwegs, hat da die Pommes eingenommen und hält den Winkel ein. Weil er will nicht weiter pushen, als ABP alleine nach vorne pushen ist immer sehr, sehr schwer, wenn man keinen Support bekommt. Und den Support bekommt er gleich über Main. Darauf wartet er jetzt, dass sein Team quasi aus der Main heraus so den ersten Kontakt hat, damit er dann mit der ABP dazwischen zielen kann. Und Syrson, der hat auch eine Arbe und der wird gleich in genau diese Main-Position richtig wichtig sein und er macht den ersten nicht. Ja, er schafft es gar keinen Frag rauszunehmen und das ist natürlich richtig bitter. Jetzt muss hier auf dem Spot Kito irgendwie halten, D-Haber mit dem nächsten. Tapsen und Xantaris sind jetzt hier in der unlösbaren Aufgabe 2 gegen 4 zu setzen. Du brauchst jetzt frühe Frags und wer bekommt auch keinen? Das gibt ja gar nicht. Jetzt Xantaris alleine, das wäre ja wild! Aber nein,
Snatchy nochmal durch die Wand und damit ist Xantares natürlich down. 7-14, immer noch 7 Runden bis zum Ausgleich. Das ist so eine fiese, fiese Zahl, die man da jetzt vor Augen hat, dass man 7 Runden braucht zum Ausgleich und 9 Runden, um dieses Match zu gewinnen ohne Overtime. Aber das kein ist Geld, eine ganze Menge. Stimmt, ja. Aber kein okay. Geld. Daraus kann man zumindest ein bisschen Vorteile nehmen. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber Deagles bei Big ist immer, wackelig. Wie Niederländer sagen, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Do you speak English? Yeah, of course, it's no problem for me. Ja. Selbst 95-jährige Oma, Alter, sprichst die an, die sprechen perfekt Englisch, Alter. Das ist so krass. Das ist echt so krass. Ich war noch nie in den Niederlanden, ich will da auch mal hin. Irgendwann mache ich das mal. Amsterdam kann ich dir nur empfehlen, eine wunderschöne Stadt. Da freue ich mich drauf, ey, wenn es in die Niederlande geht. Ich lass mir ein T-Shirt drucken, Mann. Da freue ich mich drauf. Ja, da freue ich mich drauf. So, Double Kill und jetzt Xantares 1 gegen 4, 5 mit der Deal. Das hat er schon mal gemacht. Ich erinnere mich an den Cast mit dir, da hat er genau so einen Klatsch Inferno. Auf Inferno schon mal gemacht. Ja. Das kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war aber auch wild, ey. Das war wild. Vielleicht nur nicht mehr gegen wen, ey. War auch, das war, glaube ich, das war ESL. Qualifier, ne? Das war, nee, das war Road to Rio Qualifier. Das war ein riesen wichtiges das war gegen Turnier. MLBA, glaube ich. Das weiß ich nicht mehr, aber es war ein unglaublich wichtiges Turnier. Und die haben Inferno dann ziemlich verloren und deswegen konnten sie sich nicht fürs Major qualifizieren. Ja, ich meine, es wäre was Brasilianisches gewesen. Ich meine, Fallen wäre dabei gewesen und so. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Der Chat weiß es bestimmt. Bei 5000 Leute muss jemand das wissen. Movistar Riders. Movistar. Movistar übrigens, genau. Ist nicht der Movie, es ist Movistar. 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 Da, 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 da. So, also, damit auf jeden Fall diese Runde auch nochmal an die Sprösslinge gegangen, die damit den 8. Zähler klar machen können. Big jetzt hier wieder einmal mit keinem Geld am Start. Und das heißt natürlich, man müsste irgendwie mit den Pistols irgendwas verwerten. Und da sehen wir auch 3-mal HE-Granate, 2-mal Smoke. Damit nimmst du natürlich gerne die Sicht. Die Spieler gehen an die Smoke dran. Dann kannst du sie mit der HE wegcrashen und bekommst damit eine Waffe gesnackt. Also auch solche Dinge sind immer wieder möglich. Mal gucken, ob wir das sehen. Aber nein, hier gibt es einfach sehr offensive Smoke-Granaten und vielleicht wird das genutzt. Big jetzt natürlich trotzdem, eben genau durch diese Granaten, die sie da gekauft haben, so ein bisschen in Angriffsposition, so ein bisschen in Angriffsstimmung, hier doch mit Pistols vielleicht die 15. Runde klar zu machen. Und sie haben ja so viel Zeit, sie haben 6 Runden Zeit, bis es überhaupt mal gefährlich wird, dass Sprout sie eben eingeholt hat. Und diese Runden kann man mit solchen Pistols also auch mal aggressiv anspielen, mal was Riskanteres versuchen, um hier vielleicht genau diese entscheidende Runde zu holen. Und noch hat sich Sprout nicht entschieden, also noch wollen sie sehr weit defensiv hinten bleiben und warten ab, ob Big irgendwo pusht. Bisher also ein lauerndes Spiel. Ja, der Lauerhahn und jetzt ist Tabs aber auch wirklich hier am Rumlauern. Junge, Junge, jetzt hat er den Spieler nochmal gesehen, kommt aber nochmal zurück, hat sich eingeölt und Baven bekommt den ersten und dann hat man überhaupt einen Hit gesetzt? Ja, aber, Alter. komplett Silhouetten-Aiming gerade. Aber Kito und Xantares, die letzten beiden Überlebenden. Und Xantares, der könnte vielleicht hier sogar nochmal Faven abpflücken, um sich dann schlussendlich eine AK mit in die nächste Runde zu nehmen. Und eine AK auf der City-Seite ist muy fatal. Oh, Xantares hat's gesehen, hat's gesehen! Und er nimmt ihn mit, aber es ist zu wenig wahrscheinlich. 1-3. Er hat zu viel Schaden kassiert. 14-9. Sprout auf dem Weg zu den Double Digits. Jetzt hat Big aber richtig Geld. Also diese Doppel-Economy hat ihnen auf jeden Fall gut Geld in die Taschen gespült. Und ja, da kommt wieder der Text-Guy. Auch lustig. So I'm trying to impress my new boss, so here's some text. Insert cool headline. Ich weiß nicht, warum ich immer solche Dinge mit einem russischen Akzent mache, aber irgendwie habe ich das immer drin. So, weiter geht's, Ladies and Fellas. Und das bedeutet Syrson mit der AWP. Und Faven, der wurde hier auf jeden Fall sehr, sehr zügig bestraft. Auch wenn er ein heißer Typ ist, das war dann zu viel des Guten. Hat hier seine feuerabweisenden Sandalen nicht eingepackt. Feuerabweisende Sandalen, also. Das wäre sehr, ja. Das wär die, sehr die Feuerschuhe. Wenn du Super Nintendo kennen würdest, ne, Zelda? Da gibt's feuerabweisende Sandalen, ne. Nein, es gibt Feuerschuhe immer in solchen Spielen. Okay, nein, das einzige Zelda, was ich gespielt habe, ist Ocarina of Time. Nein, okay, hey. Was? Hey. Was? Da musst du doch den N64 auch kennen. Ocarina of Time ist toll.
aber nicht auf dem N64. Da hast du auch einen Emulator gespielt. Genau. Schweige bitte. Ach Gott, nee. Komm, wir lassen es bleiben. So, sieht ja auf jeden Fall schon mal raus in dieser Runde 9 zu 14. Und Sprout ist da. Also wenn sie das hier wirklich nochmal rumdrehen, dann haben sie es auch mega verdient, hier gegen Big zu bestehen. Süßern aber trotzdem gegen Faven jetzt noch einen weiteren Frag vollzogen. Und das heißt hier wieder eine ausgeglichene Mannstärke, die aber im Endeffekt immer wieder ein Favor für die Terrors sind. So, 14-9. Damit jetzt Syrson nochmal mit einem Klicker gegen Speedy. Das 3 gegen 3 ist dementsprechend Dark Xantares und Syrson vielleicht im Crossfire, aber DH und Snatchy, die treffen zu gut. Und Xantares alleine gegen 3, auch so ein Klatsch, den er machen kann mit 100 HP und einem Diffuse-Kit. Aber schwierig ist es trotzdem. Yes, definitiv. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Xantares machen könnte, kann und wird. Vor allem, wenn Snatchy ihm jetzt natürlich reinläuft, das beste Voraussetzung. Also da hätte er nochmal locker die Runde machen können. Also ein bisschen sauberer geaimt, dann hast du Snatchy raus und dann 1 gegen 2, vor allem, weil DH nur noch 7 HP hat. Aber hätte Fahrradkette, wäre Bastelschere, Sprout mit den Double Digits. Und die sind gerade schon wieder in der Lage. Die sind in der Lage, Big schon wieder zu ärgern. Und sollte man hier wirklich Nuke noch abgeben und gegen Sprout verlieren, das wäre ein heftiger Auftakt. Ja, also wirklich, das ist schon... Also wenn sie das noch drehen... Dann muss man mit Sprout auf jeden Fall rechnen da in der ESL One Cologne. Vor allem, weil sie ja ihren Auftakt nach der Player Break nicht ganz so glorreich hinbekommen haben. Haben ja vor kurzem erst gegen ein nicht ganz so starkes Team, glaube ich, verloren. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Ich wollte den Satz nicht anfangen. Ich habe leider vergessen, wie das Team hieß, aber der Chat weiß es gleich. Und da haben sie dementsprechend... Dennis, Alter, einfach Dennis, 45. Dennis hat keine Beine trainiert, ey. Einfach mal schön runtergedroppt. Aua. Argo, genau, Argo. XCOM Argo. Die polnische Organisation. Das war ja nicht das optimale Startmatch, aber gegen Big sieht's deutlich, deutlich besser aus. So, dementsprechend jetzt auf jeden Fall weiter in Runde Nummer 25. Es bleibt eine ausgeglichene Partie. Nichtsdestotrotz, Big hier wieder mal finanziell angeschlagen. Wir sehen zweimal Pito Fifi, dreimal Deagle. Aber gerade solche Runden, die werden gerne mal gegönnt. Aber der, so wie der lächelt auf seinem Bild, so sitzt er auch gerade vorm Rechner, der ist einfach glücklich beim Zocken. Geil. Er ist einfach glücklich beim Zocken. Sehr schön. Ja. Du musst einfach glücklich zocken, dann geht besser rein. Er lächelt so nett, ich schwör's dir, Alter. wenn du beim Duden guckst, so von wegen nette Person, wird einfach eher angezeigt, ey. So geht's mir immer bei... Guck, wie der lächelt, Mann. Der ist so glücklich. Ich schwör's, er ist so glücklich. So geht's mir immer bei Cadian von Heroic. Der grinst auch immer über das ganze Bild. Das ist auch super schön. Das macht mich auch glücklich beim Kurs. Ich hänge mir das auf, ungelogen, hier zu Hause. Wenn ich einfach schlecht drauf bin, mache ich mir den DH-Raum. Dann gucke ich mir einfach das Bild an. So sieht es ja von der Seite, aber Speedy und Snatchy machen es dicht. Letzten drei Überlebenden. Geh mal auf DH. Dingens, ja doch. Nee, was? Doch. Naja, alles gut. Also du kannst es ja nicht, aber ich rede mit dem Observer. Ach so, okay. Ich dachte jetzt gerade, was soll ich denn jetzt hier machen? Mach's. Mach! Tu was! So, 14-11, das ist hier gerade nochmal richtig heiß, Freunde. Was ist denn los? Sprout macht die fünfte Runde in Folge klar und damit haben wir immer noch einen Vorteil von Big von drei Runden, aber der schmilzt so langsam dahin und Big ist auf der CT-Seite. Die haben nie Geld wie heute. Die müssen immer gucken, dass sie ihre Fullball-Situation umwandeln und daraus kann Sprout eben genau diesen Comeback gerade spielen und wenn das weiter so geht, dann muss Big hier tatsächlich nochmal zittern. Dann wird es ein Skandal, Freunde. So, Faven. Auf geht's, ab geht's. Über die Pommes. Jetzt braucht er natürlich eine gute Initiierung. Muss natürlich auf die Granaten seiner Mates warten. Hier aber eine Molotov rausgesetzt. Und diese Molotovs werden natürlich auch passend getimed. Kito, ah, der gönnt sich nochmal was. Ein bisschen durch die Smoke. Und damit ist man mit drei Mann bereits unten. Und Faven als Backstabber abgestellt. Aber oh, das kann muy fatal werden, Freunde. Ganz, ganz schwierig. Der Zugriff ist nicht so gut gelungen von Big. Man plant also wieder erledigt und jetzt bin ich gespannt, wie und ob man diesen Retake nochmal angeht. Aber es sieht so aus, als ob man dafür geht. Kito macht auch den Entry gegen Faven, Tizia mit dem zweiten gegen Snatchy, 3 gegen 4. Unterzahl ist dabei Sprout und das Ding muss man halten jetzt. Das war ultra wichtig, der Frag von Tizian. Wirklich, dass er den noch mitgenommen hat, war maßgeblich für die komplette Runde. Xantares muss jetzt close checken, aber Dennis ist da, bekommt den nächsten Frag. 2 gegen 2 Situation, kommt noch jemand an der Rampe nach? Nein, die Informationen sind da. Flashbang hinterhergesetzt und das wird schwierig für die Big Boys. Ja, hat noch einen Molotov, den wird er jetzt dann versuchen einzusetzen, aber die Smoke ist super smart, Thompson zieht einfach durch, um Gottes Willen, aber er hat kein Kit und mit 10 Sekunden, das kann er nicht schaffen, 12 zu 14, nächste Runde, die für Big nicht aufs Scoreboard geht und das ist wieder kein Geld, die können nicht einfach reinforcen bei 3000 im Durchschnitt, das macht keinen Sinn.
Und jetzt auf jeden Fall schon Monka S in den Chat für Big, weil die fangen nämlich jetzt wirklich an zu schwitzen. Übrigens schreibt jemand, dass Dennis heute Geburtstag hat. Ja, hat er tatsächlich. Hab ihm auch schon, hab ihm schon gratuliert. Ja. Alles Liebe und Gute natürlich auch aus dieser Richtung hier an den guten Dennis, der hier gerade einen extrem wichtigen Frag gegen Xantaris gemacht hat. Der war wirklich, also das war ausschlaggebend. 26 ist er geworden, für alle, die es interessiert. Boah, ist der alt geworden. Okay. 26. Wenn ich so alt wäre, ne? Also, boah. Ja, komm, die Monka S schon in den Chat. Ach, die werden ja sogar angezeigt. Sehr gut, ey. Monka S, hier, komm, ich bin dabei. Echt? Bei mir nicht. Hier ist kein Better Twitch TV drauf. Na, schade. Sad. Aber ich stelle sie mir einfach vor. Liebe Monka S. Monka S ist das Beste, ungelogen. Es ist so ein geiles Emote, ey. Das stimmt, das ist echt super. Einfach richtig hart am Reinschwitzen, ey. Eigentlich müssen wir das mal nachstellen mit Dingens, ey. Mit Mipu. Einfach grün anmalen und ihn normal gucken lassen. Ey, guckt, glaube ich, noch zu. Grüße gehen raus an unseren Product Manager. Und damit 12-14. Es ist immer noch nicht eng zu Ende. Peng, nee, Kito. Eng. Nicht so eng, Peng. Ich hab Peng verstanden. Sehr eng. Und Kito macht aber Peng, Faven macht aber Ping-Pong und jetzt geht's weiter. Und ach du Scheiße. Oh, jetzt kommt auf einmal hier die Echo oder was? Uiuiui. Sind sie mal da, die Deagles von Big. Und Sörson, der hat die Scout. Das ist so gefährlich, wenn der die Scout hat. Da kriegt man immer direkt Angst als Gegnerteam. Und Tizia will die AWP nehmen und macht die Tür zu. Super. Mega gut. Das macht Spaß, sowas. Das war toll. Das war super gut. So, DH bekommt gegen Xantaris den nächsten rausgenommen. Das heißt, man hat hier auf jeden Fall wieder eine gewisse Kontrolle. Sörson aber mit der AWP. Und ein Sörson mit AWP, der kann locker mal ein paar Teams hier wegmachen. Dann schaut euch mal an, wie schnell die da sind. Tizian nochmal durch die Smoke gesetzt, aber boah, Junge, was war das denn für ein Feuerschwall, der da durchgegangen ist, ey. Krass, aber Bombe liegt 3 gegen 2. Es ist eine Runde, die muss Sprout gewinnen. Jetzt nicht so eine Runde abgeben. Das wäre so unglaublich bitter. Sörson hat eine AWP, die geht da auch, glaube ich, saven. Das sieht so aus, als ob sich Big dafür entscheidet, das nochmal Geschichte sein zu lassen und in die nächste Runde alles zu investieren. Aber ist halt auch einfach ultra wichtig, ne? Und das ist einfach Kohle, die du dann auch für die weiteren Runden verwerten kannst. Trotzdem Sprout 13. Runde. Alter Verwalter, jetzt ist aber Monka S am Start. Und Sprösslinge sind hier vielleicht wirklich in der Lage, gegen Bicken 2-0 in der ESL One Cologne im Upper Bracket im ersten Spiel rauszuholen. Nee, das wäre überkrass. Was ist los? Ich glaube da nicht dran. Das kann, also, das passt nicht in meinen Kopf. Ich mag Sprout und ich finde sie unglaublich stark, aber ein 2-0 gegen das Big, was wir aktuell haben, Top 1, das beste Team der Welt, die letzten 3 internationalen Turniere, alle gewonnen, das wäre so ein genialer Start für Sprout. Ich bin sehr gespannt. Also es ist einfach schön zu sehen, vor allen Dingen, wenn Big, also Quervergleiche sind immer scheiße, ne? So, ich habe gegen Mousesports, also wir haben gegen das Team, was gegen das Mousesports 16-6 gespielt hat, haben wir 16-0 gewonnen, also haben wir gegen Mousesports 16-12 gespielt. Sowas funktioniert nicht, keine Frage. Aber wenn Sprout gegen den Big so gut bestehen kann, dann habe ich große Hoffnungen, dass sie sich halt hier in diesem Teilnehmerfeld der ESL One Cologne auch wirklich durchsetzen können und dass wir da vielleicht sogar noch die ein oder andere Überraschung überleben werden. Überleben hoffentlich auch. Ehrlich. Schön. Boah, Kito weggenukt, Alter. Auf 11 HP runtergranatet. Ah, das war eine gute HE, die da angekommen ist. Und das war eine Duo-HE. Ja, einfach alles rein. Ja, die hat wirklich Duo-HE. Die haben oben, ich glaube, beide durch den Schacht, also durch das Fenster oben drüber gezimmert. Geht auch, glaube ich, nicht, oder? Rüstung, gegen Rüstung kann, glaube ich, eine Granate nicht mehr als 55 Schaden machen, nee, oder so. Also, von daher. Waren es 2. Aber dann waren beide unter die Vorhaut, muss man einfach ganz klar sagen. Mal gucken, die Runde ist noch nicht durch. Und Xantaris steht gut auf der Rampe, man steht Triple Setup gut für A. Es ist noch immer nicht erledigt, ich sage es immer wieder. Es ist noch eine Runde und Sprout hat super aufgeholt, aber solange Big hier noch eine Chance hat, aus 3 Runden eine auf die Overtime zu bringen, ist das Ding nicht durch. So, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Xantaris mit dem ersten Peak, aber Snatchy kann das Ganze überleben. 54 HP noch übrig. Wo geht's hin? Xantaris wird wichtig. Wenn er hier mehr als einen macht, dann wird's richtig, richtig schwer. Aber DH mit dem ersten jetzt nach rechts los und auch auf dem Schirm. Aber Topsin mit 2! Und erst jetzt kommt der Refrag von Snatchy. 3 gegen 2, Unterzahl für Sprout. Und Big hat die Möglichkeit, hier jetzt die Overtime klar zu machen. So, Flashbang jetzt nochmal raus.
Hat hier die Mannstärken-Überzahl, aber Syrsonor, der traut sich was. Speedy aber in der Lage, ihn abzuwehren. Schönes Ding von Speedy, Junge. Jetzt geht's aber mal hier richtig los. Oh, und Tizian im 1-on-2. Er sieht die AWP, er sieht das lange Rohr. Er geht gegen beide rum und Tizian mit dem Instant-Kopf gegen Speedy. Um Gottes Willen. Und das ist die Runde. Speedy klatscht, Tizian klatscht es. 15. Runde für Big und das mit einer Krimi-Runde. Alter, Speedy macht erst richtig die Show und dann sagt Tizian ohne mich, Alter, und flippt mal komplett aus. Also wirklich, jetzt steht das Stadion auf jeden Fall schon mal auf und hat applaudiert, ey. Was ein Ding von Tizian. Was ein Ding von Tizian. Wahnsinn. Also hier sehen wir, wie geil Speedy das gespielt hat. Vor allen Dingen diesen Spieler da nochmal rauszunehmen. Dann sagt Tizian, hold my beer. Bam. Was das für eine freche Respektstelle, Junge. Ich hätte direkt Programme und Funktionen einfach Steam deinstalliert. So gut gespielt eigentlich und dann wird es nicht belohnt auf Seiten von Speedy. 15-13 und jetzt sind es 2 Map Points für Big. Jetzt haben sie 2 Runden Zeit, um hier den Sack zuzumachen. Und dann würden wir auf Inferno gehen und Xantares macht einen offensiven Push in Richtung Secret. Ersten hat er, zweiten aber nicht. Und Snatchy ist auf jeden Fall noch da, damit die 4-gegen-4 Situation sehr, sehr schnell nach unten gepaced. Und Snatchy möchte natürlich jetzt hier irgendwie punkten. Dabsen aber frühzeitig da. 26-1, 18 Stats. Der Boy ist natürlich auch richtig on fire. Schon mal gucken, wie man das Ganze ausspielen wird jetzt hier. Was wäre das für ein Ding, wenn wir hier sofort auf eine Overtime gehen? Aber nein, Syrsonor sagt gerade nein. Snatchy mit dem nächsten Duell. Oh, und Tapsen rechnet damit. Der Tapsen rechnet damit und er hat trotzdem noch hier die Scheibe abbekommen. Bekommt er die HE vor den Füßen, aber Und der Treffer gegen Tapsen durch die Wand hier. Hat ihn da einfach durch die Garage getroffen. DH 1-1 straight gegen Kito, aber noch immer liegt keine Bombe. Und das ist ein Zeitfenster, was Big gerade gut nutzen kann. Und Snatchy 50-50 links oder rechts. Er schaut weg in der Sekunde, wo Tapsen rumpiekt. Und das ist ein 1-3 für DH. Und wenn er das macht, dann ist komplette Eskalation. Dann ist auch alles drin. Der nächste Klick gesetzt. Oh, Digga, Junge, was ist das für ein geiles Tier, Junge? Was ist mit dir los, Junge? What the hell? Guck mal, wie er lächelt. Guck mal, wie er lächelt, Alter. So hat er sich gerade hingestellt. So hat er sich vor die Kamera gestellt und seiner Mutter auf Instagram ein Bild geschickt. Alter, was ist denn bei dem Typen gerade los? Was ist das denn für ein Spiel? Und jetzt noch ein 1-3 Klatsch von DH. Und er holt die Runde für die Sprösslinge 14-15. Ich bin komplett fertig jetzt. Würste, er hat mindestens einen Honigtopf gerade in der Hand. Was ist denn mit dem Boy gerade los? 24, 6, 21 Stats. Ultimativ stark. Oh, und jetzt sind wir eine Runde entfernt von der Overtime. Eine Runde für Big oder Sprout. Und Big hat nicht ganz so viel Geld, wie sie es gerne hätten. Sie müssen auf ein bisschen was verzichten. Guck mal, wie der lächelt. Genau so hat er gelächelt, während er diesen Platz gespielt hat. Ich schwör's dir. 1-2. Krass. Rechts, links. Ein Kopf nach dem anderen. Aber Geld ist okay. Geld ist okay bei Big. Ein paar Granaten muss man. Also man muss vor allem auf Granaten verzichten. Waffen sind da. Syrson hat einen Scout. Oh, und Kito. Oh je, eine Nova. Jetzt bin ich gespannt. Aber sowas sind so typische Runden, die dann einfach mal eben an Big gehen. Wo man dann ganz knapp nochmal das Ding noch mitnimmt. Xantares mit dem ersten. Zweiter reicht nicht aus. Favin macht da nochmal ordentlich Arbeit. 4-gegen-4 Situation. Der Retake wird natürlich richtig schwierig, dadurch, dass Granaten auch nicht ideal sind. Tabs nochmal die Tür in die andere Richtung aufgemacht. Jetzt wird's richtig haarig. Observer, geh auf Tapsen. Ach, der ist schon down. Scheiße. Ja, gerade gefallen. Alter. Man sieht nix. Gerade gefallen gegen Speedy. Tizian dafür mit der Granate gegen Speedy. 1-1. Straight. Der Vorteil bleibt bei Sprout. Jetzt nochmal gegen die Rampe. Snatchy möchte die AWP so gut es geht nützen. Syrson, das kann er nicht machen. Und er flickt in den Kopf von Dennis. Ich hab den so tot gesehen. Kito, 1-2. Snatchy auch nochmal angehittet worden. Das heißt, Kito muss jetzt hier irgendwie arbeiten, bekommt den ersten nochmal rausgenommen. Jetzt hätte man hier die Möglichkeit, wirklich diese Runde nochmal zu klatschen. Faven aber hinterm Kito. Und der macht mit dem Einklick das Ding hier. Overtime zwischen Sprout und Big auf D in Nuke, obwohl Big wirklich, wirklich, wirklich gut vorne lag eine lange Zeit. Und da haben sie wirklich mal das Spiel aus dem Fenster geworfen. Und zwar mit richtig, richtig Schmackes. 14-6 war die Führung gegen Sprout und jetzt steht es 15-15. Man hat effektiv tatsächlich aus 10 Runden 9 verloren. Das sehen wir hier jetzt auch mal. Von der 21 bis zur 30. Heftig, ey. Eine einzige gewonnen.
So, wir wollen uns natürlich auch nochmal bei unserem Coverage-Partner bedanken, bei Intel und auch bei den werten Herrschaften von Betway. Wenn euch der Cast übrigens zusagt, gerne Ausrufezeichen Cast in den Chat eingeben, unseren Social-Media-Kanal-Links folgen und uns gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, würden wir uns natürlich freuen. Für euch ein kostenloser Klick, für uns sehr viel wert. Und sonst genießen wir weiterhin dieses wunderschöne deutsche Game, Sprout gegen Big. Eine Riesenehre, mit dir, lieber René Masterplay Geigenberger, dieses Match übertragen zu dürfen. Auch wenn ich leider zu Hause bin, sonst wäre hier richtig Remi-Demi-Freude. Da hätte ich schon locker die Wände eingerissen. Da freue ich mich drauf. Freunde, ja. es ist der Hammer. Es kann ist halt wirklich nicht der Hammer. So laut sein. Es ist echt. Komm halt her für die letzte Map. Dann muss ich halt mich hier ans Fenster setzen und genau. Du wirst auf die andere Seite. Nee, wir müssen Corona, wir müssen da einfach wirklich zu 100% safe sein. So gerne ich es machen würde, Alter. Ich würde den Monitor, Junge, ich hätte ihn schon locker zweimal abgebissen. Ne? Einfach mal vom Monitor gesnackt und Xantaris mit einer AWP. Das sehe ich sehr selten, dass man Xantaris an die AWP setzt. Und da bin ich jetzt gespannt, was er mit dem Gerät an der Rampe ausrichten kann. Er kann aber viel mit dem Ding, meint man gar nicht. Aber der ist wirklich eine richtig, richtig krasse Personalie am langen Rohr. Mal gucken, wie viel Xantaris jetzt hier mitnehmen kann. Ersten, ui, zumindest ein Hits gesetzt. Aber Faven, der muss jetzt aufpassen, dass er nicht die... Boah, die hat er geschmeckt, Junge. Aber hat er abgebissen, ey. Einfach ins Gesicht, nein. Loser Nummer 2. Die ersten beiden Frags sehen gut aus. Trotzdem noch der Versuch, über die Rampe Richtung B zu kommen. Anschuss gegen Loser und bloß überlebt das hier sehr knapp. Dennis gewinnt aber am Ende das Duell und Xantaris bekommt auch nochmal irgendwo Schaden auf 36 AP. Also es ist immer noch gut machbar. So ein 3 gegen 4, kein Problem für Sprout. So, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze ausgespielt wird. Zieht sich sehr weit zurück, ist die richtige Entscheidung. Stellt sich vor allen Dingen an eine Position, wo er Exits hat. Entschuldigung, eröffnet sich auch dieses Exit. Und da erstmal komplett, Junge, das Door-Game, ey. Richtig Kaizo-CS. Und jetzt wird er vielleicht einen guten Peak haben, um hier den Track zu setzen. Wieder durch die Wand. Das ist der dritte AWP-Anschuss jetzt in dieser Runde. Zwei von Xantaris und einen gegen Syrson von, ich weiß gar nicht, wer ihn da angeschossen hat. Ich glaube, Snatchy. Und Xantaris jetzt nächster Verschuss. Schade, jetzt auf die Deagle. Um Gottes Willen, Xantaris verliert viel zu viele Duelle. Dennis kommt jetzt rum, aber er ist 1 gegen 3. Als Clutch-Player isoliert. Sehr, sehr schwer, das Ding zu holen. Also wenn er das jetzt auch noch geklatscht hätte, wäre hier wirklich Weltuntergang. 16 zu 15. Big startet mit einem guten ersten Ründchen in diese Overtime hinein. Und es wird wirklich schwer. Also es wird wirklich schwer für das Team von Burden International Gaming, weil Sprout einfach eine super Leistung heute spielt. Für alle Leute, die jetzt gerade erst zugeschaltet haben, es steht hier 1 zu 0 nach Maps für die Sprösslinge, die sich übrigens gerade auf dem 48. Platz der Weltrangliste befinden. Big auf Platz Nummer 1. Aber trotzdem haben sie natürlich ein Bootcamp hinter sich und ich glaube, Sprout hat wirklich richtig gut geackert. Gefällt mir unglaublich gut, was wir hier jetzt gerade sehen. Ah, dann die Granate direkt gegen Faven und sofort die Smoke geworfen. Hat schon damit gerechnet, dass eine Molotow-Granate da wieder reinkommt. Die wird so quasi immer fast geworfen als Balancing. Und Xantaris weiterhin der Rampenspieler, macht da einen super Job. Sehr viel Schaden durch die HE-Granaten. Düker DH auf 8 HP down. Und jetzt muss man sich mal was Neues überlegen. Der B-Go ist es nicht mehr. Da gucken wir mal. Bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt ist natürlich bei Sprout auch irgendwie so, sie haben sich, ich sag mal, wenn du so weit zurückliegst, dann spielst du auch ein bisschen freier auf, weil du einfach nicht mehr wirklich was zu verlieren hast. So, du bist dann einfach wirklich in dieser Rage, du gehst auch auf Gesichter, du kriegst das richtig gut hin. Sobald dieser Cut der Overtime kommt, ist natürlich auch der Faktor, dass du dann wieder das Spiel gewinnen kannst und dann spielst du vielleicht wieder ein bisschen entschleunigter, überlegter, ein bisschen zu viel kopflastig. Die müssen einfach wieder ganz klar aimlastig spielen und dann geht hier auch die Party wieder richtig ab. Alter, Xantaris, der Freche. Alter, ist das ein Frecher. Der ist schon wieder die ganze Rampe vor. Ja, komplett durchgegangen. Jetzt Syrson, schlechtes Peak-Timing da erwischt. Speedy kann ihn mitnehmen, Dennis ebenfalls raus. Und jetzt kommt Xantaris natürlich genau in dem Augenblick, bekommt die Bombe, DH ist raus. Guckt aufs Radar, falls ihr euch denkt, wovon castet Venom gerade. Kito hinterm Spot stark, Faven mit dem nächsten. Ach. Kito aber nicht in der Lage, den nächsten rauszuholen. Taps, nimm 1 gegen 3. Und das ist Johannes Wodarsk. Der kann natürlich polnische Arbeitsmentalität. Der haut aber draus hier. Nee. Nicht dieses Mal. Nicht dieses Mal. Es reicht nicht im 1 gegen 3. Speedy macht es fertig. Und er hat wirklich jetzt schon sehr viele gute Runden auf zu vertreten. Und das muss man jetzt mal hervorheben, wie unglaublich eng beieinander Sprout ist. Dreimal 24 Frags, einmal 23 Frags, einmal 19. Das ist so ein knappes, also so ein kleiner Unterschied. Da ist wirklich jeder gerade on point. Und das macht eben auch die Stärke aus.
Ja, keine Frage. Eine absolute Teamleistung und dementsprechend jetzt hier natürlich die maßgebliche Richtungsangabe. Holt man hier auf der T-Side sofort wieder mal eine zweite Runde, dann ist Big hier natürlich, dann haben sie sie bei den Eiern. Bringen wir es einfach mal auf den Punkt. Dann hat man den Hodengriff und den muss man dann nur noch zudrücken. Master Frag geht aber an Syrson über Outside. Oh, den Kopf hat er gesehen, den Kopf hat er gesehen. Er wird noch angesprayt. Wie hat er denn den geholt? Was? Wie hat er den denn gesehen? Geisteskrank. Ich bin komplett reingewackt, Alter. Aber so sauber gesprayt einfach. Auf die Distanz. Respektabler Spray. Syrson überlebt zwar mit 14 AP, aber das war heftig von Dennis. Da guck mal, Xantaris hat einen guten Winkel, der wird wahrscheinlich jetzt hier ordentlich wegrasieren. Was ist denn das für ein Spray gewesen? Sehr, sehr seltenes Bild von Xantaris. Syrson aber jetzt hier mit einem 3K und der hat Bock auf den Ace. Oh, Speedy wieder. Ace von Syrson einfach 0,99er Quote. Musst du drauf zahlen, wenn du drauf tippst. Dann Kito schließt aus. Oh, das Timing ist gut. Das Timing ist gut, aber keiner schaut nach hin. Jetzt Faven. Und jetzt Faven. Boah, das ist so gut gespielt von den Sprosslings. Wow. Speedy mit dem nächsten. Wow. Ich fass es nicht. Alter, mir fällt hier gerade was raus, Junge. Das ist Wahnsinn. Syrson mit 14 AP. Er muss ein Ace machen. Er muss ein Ace machen, wenn die Runde an Big gehen soll. Und dadurch wird es richtig, richtig schwierig. 14 AP. Big könnte hier die Halbzeit sogar in der Overtime verlieren. Und dann stehen bald die Jungs vom Big Clan mit dem Rücken zur Wand. Boah, nicht steht's hier 1:0 nach Maps für die Sprösslinge. Syrson schließt aus und was für ein Timing man da gerade hat, Alter. Da läuft man sich komplett ab. Das gibt's doch gar nicht, Junge. Da würde mir wirklich bei Syrson gerade das Gesicht abschimmeln. Nein! Ey, und er switcht auf Snipe. Oi, oi, oi. Wahnsinn! 17:16 für die Sprösslinge, Alter. Die sind... Es ist so krass. Es ist so krass, wie gut sie gerade hier aufspielen. Und wie schwer es dem Big Clan fällt, Sprout zu besiegen. Und das ist wirklich krank, wie oft Sprout Big immer wieder in Bedrängnis bringt. Meisterschaft gegen Big gewonnen als Underdog. Das Spiel davor bei dem PS Summit und ESL One Road to Rio auch gegen Big das Best of Three gewonnen. Und jetzt ist es das nächste BO3, wo Sprout einen Vorteil gegen Big hat. Heftig, 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 heftig. Also wirklich, was für eine krasse Partie wir hier wieder erleben. Grüße gehen übrigens aus an Kakafu, der übrigens auch gerade einschaltet. Damals ja auch noch Coach von Big gewesen. Also da schließt sich der Kreis. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Und gerade sind sie in so einem Momentum, vor allen Dingen, wie du es eben angesprochen hast. Was waren es? 9 Runden und da gerade mal eine einzige auf Big Seite, obwohl sie so in Führung waren. 10 Runden. Oh, bitter. Also, jetzt, wenn man jetzt die erste Runde bei Sprout holt, ich schwöre es dir, dann sind die Schweißdrüsen komplett an. Da gibt es kein Antitranspirant, was da hilft. Keins. Regenwald unter den Armen. Hundertprozentig. Monka S jetzt in den Chat für alle Big Fans da draußen. Das ist heftig. Was wäre es für ein Auftakt für Sprout? Snatchy macht genau diesen ersten. Snatchy macht den zweiten. Der Vorteil ist insane. 5-3. Und die Refracts kommen nicht rein. Das gibt's doch nicht, Alter. Sprout ist gerade auf einer komplett anderen Welle. Richtig den Rankin-Heap hier gerade ausgepackt. Hier sitzen wirklich alle Shots gerade. Syrson, Xantaris und Tizian müssen das rumdrängen. Sonst wird's richtig, richtig schwer. Und Dennis jetzt durch die Smoke, wenn er das noch spielt. Wenn er das jetzt noch spielt. Oh, ne, ne, Dennis holt einen und kann nicht gerefrackt werden. Aber es reicht nicht. Krass, also dass da noch so viel Schaden kam. Jetzt 2 gegen 2. Und Tizian mit einem weiteren. Das heißt, hier auf einmal eine 2 gegen 2 Situation. Hier war gerade das Ding fast schon rum, Alter. Das war schon weg. Aber Tizian und Xantaris machen hier schon mal die ersten 3 Fracks. Sie müssen ein Full House hinsetzen oder 4 und 1K. Hammer-Spiel. Sprout koordiniert sich aber trotzdem nochmal neu, machen das Ganze wirklich sehr, 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 sehr kontrolliert. Und Speedy, das sollte eigentlich ein Timing sein, womit man niemals rechnen kann, dass der jetzt oben schon aus dem Cat rauskommt. Und er holt den nächsten Spieler. Flashbangs sind da. Was für ein Ding. Xantaris mit Low HP. Nee, das war's. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. 18. Runde. Sprout hat... Und die Sprösslinge. Ja. Die haben's. Die haben jetzt hier diese 18. Runde. Sie können Nuke erstmal nicht verlieren. Big hat 2 Runden mit dem Rücken zur Wand. Die müssen 2 Runden in Folge holen, wenn eine davon an Sprout geht. Denn gewinnt Sprout mit 2:0 gegen das beste Team der Welt. Und dann sind sie eiskalt im Lower Bracket. Dann sind sie im Lower Bracket. Das gibt's doch gar nicht. Und Sprout im Winner Bracket. Entweder gegen OG oder gegen NIP.
Also hier sind gerade auf jeden Fall für viele Leute vor dem Bildschirm verdrehte Welten und ich schließe mich an, ich hätte nicht damit gerechnet. Bin ich ganz ehrlich. OG führt übrigens 1:0 nach Maps und der Spielstand ist gerade 11:12 für OG Speed. So, ja, da ist die Zunge gerade mal weg. Einfach verdreht, verknuddelt, Tizian Nummer 1. Entry Frag, also auf die Seiten des Big Clans. Damit 5 gegen 4. Tizian bleibt weiter Richtung Main stehen. Snatchy weiß das, aber er muss da halt irgendwann irgendwie rum, denn ist wieder durch die Smoke. Ha! Was? Was? What? Hast du das? Nein! Okay. Jetzt ist natürlich komplett Weltuntergang. Wenn sowas noch reingeht, dann war's das. Zirson im 1 gegen 4. Das ist es. 19:16, meine Damen und Herren. Big verliert hier. Big verliert hier im ersten Match der ESL One Cologne 2:0 gegen ihre deutschen Landsmänner von Sprout. Alter Verwalter, da musst du wirklich eine richtige Dschungelmusik auspacken. Wer hätte das denn gedacht? Mystisch. What? Komplett mystisch.